Merkwürdig ist es auf jeden Fall, dass Menschen eigentlich nicht gerne vor Gruppen sprechen. Führungskräfte oft nicht gerne vor ihren Mitarbeitern, weil sie denken, sie könnten sich blamieren. Stell dir vor, du bist auf einer richtig schicken Party eingeladen. Es ist Samstagabend, es ist dunkel und du bist mit zwei Freunden auf dem Weg dahin. Ihr kennt natürlich das Geburtstagskind, aber die Gäste dort, die kennt ihr nicht. Und jetzt habt ihr drei Sachen dabei. Einmal ein wunderschön verpacktes Geschenk, Heliumballons mit der Ziffer des Geburtstagskindes und eine Konfettikanone. Die wollt ihr abschießen, wenn ihr dem Geburtstagskind gratuliert habt. Und jetzt frag dich mal selbst, was von den drei Sachen nimmst du in die Hand? Schau mal deinen Nachbarn an und sag, ich nehme auf gar keinen Fall die Konfettikanone. Musst du auch nicht, denn die hab ich schon in der Hand. Weil heute hier so nach ungefähr 18 Minuten, ja, da möchte ich, meine Mission ist es, dass der Verkauf von Konfettikanonen massiv nach oben geht. Das ist meine Mission. Und ja, so soll es auch sein, laut, bunt, inspirierend. Weil nur dann bist du merkwürdig. Denn nur wer merkwürdig ist, der findet überhaupt statt. Nur wer merkwürdig ist, platziert sein Angebot. Und nur wer merkwürdig ist, hat seinen Standpunkt. Ich möchte natürlich auch gerne wissen, wer hier heute so im Saal ist. Gibt es hier irgendwie jemanden, gerne mal durch optisches Signal aufzeigen, der sich schon mal blamiert hat in seinem Leben? Sehr schön. Da sind wir ja quasi Freunde. Und gibt es jemanden, oder der sich eigentlich nie wieder blamieren möchte? Schön, das freut mich umso mehr. Blamieren, ja, was ist das eigentlich? Blamieren kommt vom lateinischen Wort blamare. Das bedeutet so viel wie tadeln, aber so benutzen wir das Wort eigentlich gar nicht. Wir sprechen eher von sozial ausgegrenzt sein oder sich ja, sozial ausgegrenzt fühlen. Merkwürdig? Merkwürdig ist es auf jeden Fall, dass Menschen eigentlich nicht gerne vor Gruppen sprechen. Führungskräfte oft nicht gerne vor ihren Mitarbeitern, weil sie denken, sie könnten sich blamieren. Aber ich frage, wo findet Blamieren denn überhaupt statt? Doch nur im eigenen Kopf. Alles eine Frage der Perspektive. Und dann wird's spannend. Alles eine Frage der Perspektive. Jeder urteilt nach seinem eigenen Wissen und seiner eigenen Erfahrung. Ich bin seit über 2 Jahrzehnten in der Kommunikationsbranche tätig und ich wusste immer, dass ich Reklame machen möchte. Meine Mutter hat so gefühlt zu Hause früher alles gekauft, was es so in der Fernsehwerbung gab. Ihr kennt das sicherlich noch, es gab ja nicht so viele Programme, Menschen mit riesigen Kaugummi-Verpackungen unterm Arm. Ja, weil das war merkwürdig. Und ich fand es besonders spannend, wie reagieren Menschen auf diese Reize? Ja, und in der Werbung dann auch, wann kaufen sie Produkte? Kürzlich habe ich dann zu Hause was gesucht und ich habe ein Fotoalbum gefunden. Das war so groß, rosa, mit so Streifen. Ich klappte es auf und dann waren da Polaroid-Fotos drin. Kennt ihr, ja? Quadratisch unten so einen weißen Rand. Meine Tochter, die Sex, hat sich super amüsiert natürlich. Und ich blättere um und schalte um auf Seite 3. Und was sehe ich? Mein erstes Selfie. Was soll ich sagen? Wer hat 88 schon mal ein Selfie gemacht und sofort ausgedruckt? Warum gibt es das Foto? Klar, ich habe auch eine Polaroid-Kamera von meinen Eltern bekommen zu diesem Fotoalbum und die habe ich natürlich hochgenommen, habe an diesem Hebel gezogen und zack, habe ich das Foto sofort in Empfang genommen. Ich hatte die nämlich falschrum in der Hand. Ja. Also auch hier,
alles eine Frage der Perspektive. Dann habe ich weitergeblättert und habe noch ein Foto gefunden. Und da ist was in mir hochgekommen und ich habe richtig angefangen zu heulen. Das Foto ist entstanden in der 4. Klasse und ein Tanzstück. Die Musiklehrerin hatte die Idee, ein Tanzstück aufzuführen zum Ende im Sommerfest, zum Sommerfest. Und Eliza Doolittle musste besetzt werden, die Hauptrolle. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Natürlich habe ich mich sofort gemeldet. Waren aber noch 5, 6 andere Mädels, sodass wir dann ja, Zettelchen geschrieben haben und gelost haben. Schön in der Losbox aufgeklappt. Oh, mein Name. Wunderbar. Ich habe mich total gefreut. Ich dachte, jawohl, super, ich darf die Hauptrolle tanzen. Ich freue mich. Wusste aber in dem Moment noch nicht so genau, was das bedeutet. Ich war damals jetzt auch dann nicht so der Prinzessinnen-Typ. Ich war eher so Fußball-AG, einzigstes Mädchen. Und wir haben dann angefangen zu proben. Und dann sagt die Lehrerin zu mir vor versammelter Mannschaft: Nadine, du tanzt wie ein Bär. Und ich sag euch, der hat echt gesessen. Bis heute kann ich mich daran erinnern. Dieser Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum hat sie das gesagt? Weil ich habe mich nicht blamiert. Aber sie dachte, dass sie sich mit mir blamiert. Was mache ich heute? Ja, heute habe ich das Ganze ein bisschen gedreht. Heute blamiere ich mich am liebsten mit meinen Kunden gemeinsam. Professionelles Blamieren. Ich weiß, ich bin nie so sicher, ob man das so sagen kann, aber es geht so in die Richtung. Ich habe mal eine seriöse Bank davon überzeugt, mit einer 2 Meter großen Stoffmöhre Personalmarketing zu machen. Ja, das war für alle ziemlich gewöhnungsbedürftig. Aber wir wissen es in der Werbung, was nicht polarisiert, was nicht auffällt, ist langweilig und wird eben auch nicht gesehen. Irgendwann gab es dann diese 2 Meter große Stoffmöhre und wir wollten die zur Aktion einbinden, große Promotions, Firmenläufe etc. Und ich kann euch sagen, wenn ihr mit so einem Ding irgendwo rumlauft, die Leute stehen auf Riesengemüse. Und wir haben Leute gesucht, die helfen, dieses Riesending, habt ihr ja gerade gesehen auch, mit zu transportieren. Und ich habe gedacht, okay, boah, Problem, was machst du jetzt? Fragst du jetzt die Mitarbeiter, ob die da Lust haben, ob die das mitmachen? Oh, blamierst du die nachher? War ja nicht undiskutiert. Blamierst du doch das Unternehmen oder blamierst du am Ende vielleicht sogar dich? Naja, es hat alles nichts genutzt. Ich habe eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, ja, wer möchte gemeinsam mit mir für Aufmerksamkeit sorgen? Wer möchte merkwürdig sein? Und ja, wahrscheinlich auch ein bisschen, wer möchte sich mit mir blamieren? Ich habe die Mail geschrieben mit, ja, sehr, sehr, sehr gemischten Gefühlen. Eigentlich habe ich gedacht, das geht gar nicht. Und schreibe die so und habe die abgeschickt. An 400 Leute. Und genau in dem Moment habe ich gedacht, oh Gott, bist du eigentlich komplett bescheuert? Was denken die jetzt? Also, die denken ja, du bist nicht mehr ganz richtig, ja? Keiner wird sich melden. Was denkt ihr? Wie lange hat es gedauert, bis die erste Antwort kam? 2 Tage? 2 Stunden? Gar keine Antwort. Ich verrate es euch. Es waren 5 Minuten. Mein Herz hat so geklopft, als ich diese Mail gesehen habe und die dann geöffnet habe. Ja, was war's? Es war die erste Zusage.
Das Team ist so schnell gewachsen, wir hatten gar nicht so viel Kapazität, wie die Leute Bock hatten, mitzumachen, merkwürdig zu sein, für Aufmerksamkeit zu sorgen, ja, und sich zu blamieren, zumindest aus einigen Perspektiven betrachtet. Für mich eine wahnsinnige Erfahrung zu denken, das geht gar nicht, auf gar keinen Fall, und dann aufzumachen, alles laufen zu lassen und zu sehen, dass es ganz anders kommt, weil gehofft hatte ich natürlich, dass ein paar Leute sich melden würden. Wenn du also eine merkwürdige Idee hast, ist das egal, wie merkwürdig die für dich klingt, weil für jemand anderen klingt die vielleicht gar nicht merkwürdig. Und es ist nur deine Angst letztlich, dass du denkst, es könnte etwas blamabel sein, aber am Ende willst du doch nur merkwürdig sein. Denn nur wer merkwürdig ist, macht seinen Standpunkt klar. Und nur wer merkwürdig ist, der bleibt im Gedächtnis. Und das ist darum, wo es geht. In Studien gibt es auch interessante Sachen zum Thema Blamieren. Man hat festgestellt, dass Männer in der Regel vorher nicht drüber nachdenken, ob sie sich blamieren könnten. Frauen denken die ganze Zeit, wann sage ich was, wo sage ich es, was ziehe ich an, wo setze ich mich hin, ist das der perfekte Tag? Ja. Aber ich muss die Männer auch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie merken schon, wenn es zu einer unangenehmen Situation kam. Aber eben erst im Nachhinein. Aber ich bin abgeschweift. Wir wollten auf die Party, richtig? Wir stehen vor der Tür. Große, weiße Tür. Es ist dunkel. Wir hören die Musik. Einer hat das wunderschön verpackte Geschenk. Einer hat die Heliumballons, ihr erinnert euch. Ich habe die Konfettikanone. Wir klingeln. Wir kommen rein, 40, 50 Leute, alle schauen uns an. Wir sind auch ein bisschen spät jetzt, ne? Und die denken, oh, wer kommt da jetzt noch? Wir gratulieren dem Geburtstagskind ganz brav. Und wenn das Geburtstagskind dann so richtig schön die Hände voll hat, ja, dann schieße ich die erste Konfettikanone. Das ist dann der Moment, wo du in den Gesichtern ablesen kannst, was die Leute so denken. Schockstarre, Freude, Erleichterung, dass es nicht in der eigenen Wohnung passiert ist. Und das ist genau der Moment, wo ich die zweite Konfettikanone raushole. Ja, es muss ja eine runde Sache werden, oder? Dann denken die alle, das hat sie jetzt nicht gemacht. Und wenn dann alle wieder atmen, und erfahrungsgemäß dauert das kurz, dann kommen zuerst diejenigen zu dir, die dich auf ihre nächste Party einladen wollen. Weil die wollen auch, dass da mal jemand ein bisschen den Laden aufräumt. Dann kommen die, die dich aktiv ausladen von ihrer nächsten Party, weil da haben die nämlich gar keinen Bock drauf. Und dann kommen die, die fragen, ob du noch mehr dabei hast, weil die würden nämlich auch mal gerne eine abschießen und die sagen dann sowas wie, ja, jetzt wo hier eh schon so viel Dreck liegt. Dreck? Die sagen Dreck zu Konfettikanonen, also das verstehe ich auch nicht. Ja? Und dann, Achtung, der Single-Tipp natürlich. Noch etwas später, also so dauert noch ein bisschen, dann stehen die neben dir, die wollen mit dem Konfetti auch nichts zu tun haben, aber die wollen gerne mal mit dir was trinken gehen. Ich frage euch, wie bunt hättet ihr gerne euer Leben? Wie merkwürdig wollt ihr sein? Wenn ich zum Beispiel frage, was ich zu einer Party mitbringen soll, dann kommt nicht so ganz selten die Nachricht, aber du weißt ja, Konfettikanonen sind da verboten. Erlaubt dir, das zu denken, was sich in deinem Herzen gut anfühlt. Und hör nicht immer auf den Kopf, der viel zu schnell sagt, nein, das geht überhaupt nicht. Überleg mal, wie sieht sie aus?
deine eigene persönliche Konfettikanone. Bau die mal zusammen. Und ich verspreche dir, am Ende, dann wird es großartig. Und wenn nicht, wenn es mal nicht so großartig ist am Ende und du das als Feedback von außen nicht so als positiv einstufst, dann hast du eine Erfahrung gemacht und eine wertvolle, die dich wachsen lässt. Ich möchte dir einen Gedanken heute mitgeben. Wann hörst du auf dein Herz und holst, ohne drüber nachzudenken, deine persönliche Konfettikanone im Leben raus? Was möchtest du, was andere über dich denken? Oh, das ist aber eine ganz liebe, oh, das ist aber ein ganz netter. Oder möchtest du, dass die gar nichts von dir denken? Oder möchtest du, dass die von dir denken, scheiße, was hat sie als nächstes vor? Ah. Yeah. Dankeschön. Nadine!